Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie Showcase. Heute spielen wir 20XX, auch bekannt als gar nicht Mega Man. Das Spiel ist momentan noch im Early Access, wie wir sehen können. Am Mittwoch alle zwei Wochen, genau zu sein, kommt ein neues Update raus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Man muss dazu sagen, ich musste meinen Rechner neu aufsetzen und dieses Spiel speichert anscheinend nicht in der Cloud, denn mein Spielstand ist weg. Aber das ist kein großes Problem, denn es macht das Ganze sogar ein bisschen einfacher, wenn ich ehrlich bin. Wie wir sehen können, spielen wir standardmäßig als gar nicht Mega Man, auch bekannt als Nina. Wir können aber auch als Ace spielen. Ace ist gar nicht Zero. Ich möchte allerdings für dieses Video gerne Nina spielen, denn das ist so der Standardcharakter. Hier links haben wir einen Händler, bei dem wir Items freischalten können, die wir dann im Level finden. Das Ganze ist ein Roguelike, darauf werde ich später noch eingehen, aber ja, die können wir hier kaufen. Wir können hier den Multiplayer starten, hier oben gibt es Challenges, die Daily Hardcore und die normale Daily Challenge, aber auf die werde ich jetzt nicht eingehen. Hier unten ist unsere Item Collection, die ist momentan ein bisschen arm, da wie gesagt mein Spielstand weg ist. Aber sämtliche passive Items, die man sammeln kann, muss man erst freischalten und dann kann man die hier unten sehen. Wir haben die gar nicht GLaDOS Kartoffelbatterie, das gar nicht Legend of Zelda Herzteil bzw. Herzcontainer, das gar nicht Naruto Stirnband, die gar nicht Donkey Kong Barrel Bazooka Dingens und den gar nicht Mario Plumberhead. Viele Items in diesem Spiel sind Anlehnung an andere Spiele, Anime, Manga. Ich persönlich finde das ganz cool, aber ich weiß, dass es auch einige Leute gibt, die das nicht mögen. Hier haben wir dann einmal den normalen Modus, den Casual Modus und die Skulls. Die Skulls machen das Spiel schwerer, indem sie sagen, dass zum Beispiel keine Health Items droppen, dass man keine Speed, Jump oder Dash Upgrades bekommt, sowas halt. Der Casual Mode erlaubt es einem mit drei passiven Items zu starten, aber ich bin ja kein Casual. Und der normale Modus startet einfach einen Run und ich denke, genau das werden wir machen. Sobald das Spiel mal lädt. Danke. So, jedes Level ist quasi random generiert. Mehr oder weniger random zumindest. Hallo Gegner, den ich fast übersehen hätte. So, stellt euch das vor wie bei Binding of Isaac. Ja, die Level sind random generiert aus den vorher gesetzten Räumen. Leute, die Binding of Isaac lange genug gespielt haben, werden wissen, dass Räume sich irgendwann wiederholen. Irgendwann erkennt man die Räume einfach wieder und sagt sich, hey, in dem war ich schon mal. So ähnlich ist das hier auch. Ne, da waren wir nicht längst. Es fühlt sich so an, als wäre jedes Stage aus einzelnen Bauteilen zusammengesetzt, sag ich mal. Und daraus würfelt das Spiel dann halt immer die aktuelle Stage zusammen. Ist nichts Schlechtes, um Gottes Willen. Denn die Stages sind trotzdem immer anders quasi. Da ist eine Kiste, in der sind meistens Health und Nuts drin. So, da vorne ist ein blau leuchtender Gegner. Unten links in der Ecke vom Screen haben wir einen Soul Nut Counter. Es gibt nur eine Art von Gegnern, die diese Soul Nuts droppen und das sind diese blauen Gegner. Hier haben wir jetzt 5 Soul Nuts bekommen zum Beispiel. Ja, ich habe jetzt genug Zeit. Die brauchen wir, um neue Items freizuschalten. Oben links in der Ecke haben wir einen Timer, unsere aktuelle Waffe, unsere HP und Energie, 3 leere Slots für besondere aktive Items und unser aktuelles Geld. Der Timer ist insofern interessant, dass wir einen Bonus bekommen, wenn wir die Stage abschließen, bevor der auf 0 ist. Hier ist unser erster Boss, Iron Vanguard, und ganz ehrlich, den ersten Boss kann man für gewöhnlich einfach downmashen. Wir sehen, er hat 2 Lebensleisten, einmal für den roten Gegner und einmal für den blauen. Okay, vielleicht kann man den jetzt doch nicht downmashen. Ich bin es nicht gewohnt, ihn hier als ersten Boss zu haben, muss ich dazu sagen. Was auch immer du machst, bitte sei nett. Yay, Bullet Hell. Okay. Wir sehen oben, wir haben noch 22 Sekunden übrig. Das heißt, wir kriegen einen netten Bonus. Und zwar eine extra Kiste. Normalerweise wäre hier nur eine, aber wenn wir es in den Timer schaffen, kriegen wir noch eine. Ja, hier ist die Bronze Barrel, die erhöht unseren Attack Damage. Und den Hard Container, der erhöht unsere maximalen HP um 2 und heilt uns um 2.
Und dann haben wir hier links, you may only choose one. Ja, im Multiplayer ist hier über noch eine Reihe, damit der andere Spieler sich halt auch was aussuchen kann. Wir haben immer ein Nutstack, wir haben immer ein aktives Item und immer ein passives Item. Ich nehme hier mal den Flame Shield. Der macht nämlich das hier und blockt Gegner und Projektile ab quasi. Kostet uns einen Energie, wann immer wir ihn einsetzen. Und hier haben wir jetzt eine ganz nette Kleinigkeit, nämlich, dass wir uns unsere nächste Stage quasi aussuchen können. Anhand des Bossgegners und der Beschreibung. Ich werde mal ihn hier oben nehmen. Den Death Lotus. Ja, das Spiel läuft mit konstanten 60 FPS. Ich habe da keine Frame-Einbrüche. Ihr seht das nur mit 30 FPS, weil ich nicht mit 60 aufnehmen kann. Komme ich hier oben längs? Tatsache. Oh yay, das sind ja wenig Gegner da unten. Ja, genau, ihr kommt mal da. Ihr kommt da mal weg. Meine Fresse, das sind echt ein paar viele Gegner. Egal, YOLO. Das schaffe ich, das schaffe ich. Muss nur schnell genug mashen. Okay, den blauen Gegner haben wir schon mal down. Da oben ist aber noch so ein Assi. Okay, okay, alles easy. Alles easy. Wir haben zwar nur noch ein HP, aber das soll uns egal sein. Hier haben wir noch ein paar Soul Nuts, das ist gut. Und ja, ihr hört schon, der Soundtrack in diesem Spiel ist unglaublich geil. Ich liebe ihn. Der ist richtig schön actiongeladen. Der Grafikstil, mir persönlich gefällt er. Ich weiß, dass der für viele Leute gewöhnungsbedürftig ist. Aber ich persönlich mag ihn sehr, sehr gerne. Na, geht ihr weg? Danke. Könnt mal ruhig ein bisschen HP droppen. Das wäre mir gerade lieber als Energie. So, die Plattform hier fallen runter, wie wir vorher schon mal gesehen haben. Rüstung. Okay, Rüstung ist quasi temporäre HP. Das heißt, die können wir nicht wieder auffüllen. Wie die... Wie sind die Soul Hearts in Binding of Isaac? Ich glaube, ja. Wie die auf jeden Fall. So, da haben wir noch eine Kiste. Okay, nein, da kommen wir nicht ran. Das ist mir zu risky. Mit den HP riskiere ich das nicht. So. Eigentlich ist es ganz gut, dass mein Spielstand weg ist. Denn ich glaube, ich hatte 3 Stunden in das Spiel investiert oder so. Das ist jetzt nicht so die Riesenzahl. Und ich spoilere euch damit quasi keine Items. Nicht so richtig zumindest. Das ist gar nicht mal so schlecht eigentlich. So. Ja, das Spiel hat momentan 8 Stages. Wenn man alle 8 abgeschlossen hat, dann ist die Runde quasi gewonnen. Glaub mir, es ist nicht einfach. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Denn man braucht dabei natürlich auch ein bisschen Glück bei den Items, die man findet und so, das ist ganz klar. Nein! Bitte, geh einfach tot. Ich bin nämlich selber fast tot. Und es soll noch eine richtige 9. Stage dazukommen, die dann quasi auch einen Final Boss hat. Das hat der Entwickler schon gesagt. Überhaupt ist der Entwickler ziemlich cool. Ich werde euch natürlich zu seinem Twitter-Account in der Beschreibung verlinken. Hopp. Hopp. Hey. Kein HP, dafür eine Batterie. Okay. So, ich möchte eigentlich ganz gerne irgendwann nochmal sterben, vermutlich beim Boss. Denn ich würde euch liebend gern... Oh, ein Händler! Ja, hier können wir jetzt zum Beispiel für 4 Nuts den Plumber-Head holen, der unsere Sprungfähigkeit erhöht und unsere Plumbing-Abilities, natürlich. Dann würde ich ganz gerne nochmal gar nicht Zero und den Job zeigen. Okay, ich hoffe nicht, dass ich hier lebend durchkomme. Holy shit, da hätte ich nicht lebend durchkommen dürfen. Okay. Wenn ich den Boss jetzt schaffe, dann beende ich die Runde einfach. Aber ich gehe nicht davon aus, denn der Boss ist nicht besonders leicht. Ihr werdet vermutlich selber Bosse bekommen, die ihr mögt oder finden, dass ihr bestimmte Bosse mögt und andere eher nicht so. Ich zum Beispiel mag den Boss hier gar nicht, weil ich ihn unglaublich schwer finde. Selbst wenn man seine Schwächen so ein bisschen ausnutzt. Wie mit dem Flame Shield hier, dass man ihn quasi damit immer treffen kann. Wir haben noch genau 1 Sekunde übrig. Easy. Ja, und die Bosse, die ihr nicht mögt, könnt ihr dann halt früh am Anfang machen, damit ihr euch irgendwie später nicht kümmern müsst. Ist halt ganz cool. Aber ja, hier haben wir den Mortar. Der macht das hier.
Nicht so ganz mein Fall, aber hey. Gut, aber ich würde sagen, ich beende hier einfach den Run. Denn... ich möchte euch ja gerne noch den anderen Charakter zeigen. Und wir sehen jetzt unten links, dass ich 10 Soul Nuts habe. Mit denen können wir hier Items freischalten. Wie die Energy Armor, den Hellfinder und den Emetic. Das Problem ist bloß, ich glaube, dass ich meine anderen jetzt nicht nutzen kann. Außer vielleicht, wenn ich... funktioniert das? Quit to menu, are you serious? Kann ich das Spiel damit so ein bisschen austricksen? Tatsächlich, haha. Denn würde ich jetzt eine Runde starten, würden meine 5 Soul Nuts verloren gehen. Aber jetzt kann ich hier noch ein Item kaufen, wie den Aerial Stabilizer. Oder Stabilizer, mit dem wir mit Air dashen können. Und ja, hier haben wir auch noch zum Beispiel die Blood Magic, damit heilen wir uns, wenn wir Gegner killen. Und hier haben wir den Blue Lander, der bestimmt eine Anlehnung an irgendwas ist. Der heilt uns voll und gibt uns mehr maximale HP. Wie gesagt, alle Items, die wir kaufen, finden wir hier unten. So. Dann möchte ich euch jetzt nochmal Ace zeigen in einem normalen Run. Chu, 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 chu. Denn ich muss sagen, Ace ist mein bevorzugter Charakter, einfach weil er mehr Schaden macht. Als Nina. Dafür muss er natürlich auch näher an die Gegner ran, aber das ist es mir wert. Ich glaube, das Spiel wird von... Ich habe den nämlich gestern im Chat von HDK noch getroffen, den Entwickler. Oh, das heißt getroffen, ich habe ihn dahin quasi eingeladen. Ich habe ihm gesagt, dass DK streamt. Und da hat er Fragen beantwortet, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Und ich glaube, dass das Entwicklerstudio hat 2 Festangestellte und dann so ein paar Teilzeitangestellte. Und dafür muss man sagen, ist das Spiel echt cool. Knapp 2 Jahre ist es jetzt in der Entwicklung, läuft auf einer selbstgeschriebenen Engine. Und ja, es ist ein unglaublich cooles Spiel. Wenn man Mega Man und oder Roguelikes mag, sollte man sich das Spiel holen. Momentan 12 Euro im Steam Early Access. Es ist kein Konsolenrelease geplant, da die Entwickler momentan einfach nicht das Geld dafür haben. Aber wenn sich das Spiel gut genug verkauft, dann soll es definitiv noch mehr Charaktere noch auf andere Konsolen kommen. Es ist momentan auch nur verfügbar für Windows, noch nicht für iOS. Ist es iOS oder macOS? Keine Ahnung, nicht auf Apple-Dingern. Und nicht für Linux. Denn dadurch, dass es ein selbstgeschriebener Engine ist, ist es ein bisschen teuer, das Spiel zu porten. Aber sollte das Spiel sich gut genug verkaufen, dann ist es auf jeden Fall geplant. So, wir nehmen einfach mal den Schild hier hinten mit. Denn wir möchten irgendwas haben, was uns verteidigt. Und wir gehen hier oben links. Ich möchte euch auch immer noch ein kleines Easter Egg zeigen, sag ich mal. In der Super Hot Facility. Ah, okay, das bringt uns hier nichts. Oh boy. Ja, manchmal ist es ein bisschen schwer, da durchzukommen, ohne Schaden zu nehmen. Was ich an dem Spiel auszusetzen habe, ist, dass die Invincibility Frames ein bisschen kurz sind. Sag ich ganz ehrlich, ich finde, man sollte ein bisschen länger unverwundbar bleiben, nachdem man getroffen wurde. Aber ganz ehrlich, wenn das Größte ist, was ich an dem Spiel auszusetzen habe, dann kann ich es dem Spiel verzeihen. Komme ich da? Okay. Der Sprung vorhin war ein bisschen riskant. Jeder Charakter kann auch andere Waffen bekommen. Ich bin mir ganz sicher, ob man alle kaufen muss. Also ob man alle erst freischalten muss oder ob man die auch nicht mal so findet. Aber zum Beispiel hat Nina einen Dreifachschuss, der verliert dann Reichweite, aber schießt dafür in 3 Richtungen auf einmal. Wie in so einem Spreadshot, wie bei Contra zum Beispiel. Ich denke, das ist der beste Vergleich. Zero hier, oder Ace, kann einen Speer finden oder eine Axt. Wobei ich den Speer um einiges lieber mag. Der ist schneller, hat dafür nicht so eine große Reichweite vor sich. Also nicht so eine von oben nach unten Reichweite. Ihr wisst, was ich meine. Und ist dafür ein bisschen länger. Trifft also Gegner weiter vorne. Wehe, das hier lohnt sich nicht, ey. Boom. Hey, 5 mehr Geld.
Junge, das Spiel wirft mich aber auch gerade mit Items und Gegnern zu. What the fuck? Ah, noch ein bisschen mehr Geld mitnehmen. Das hier vorne sind Automaten, da können wir Geld reinstecken und bekommen dann HP, manchmal auch Rüstung. Weiß gar nicht, können wir das jetzt... Bekommen wir, ich glaube, nee, ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir bekommen immer Rüstung, wenn wir volle HP haben, stimmt aber nicht. Es gibt die auch mit Energie. Ich glaube, davon haben wir ja sogar einen gesehen, ich bin da nur nicht drauf eingegangen. Und ja, ich werde jetzt noch den Run hier zu Ende spielen. Allerdings vermutlich nicht mehr on camera. Und übrigens, die Dinger, die ihr spawnt, diese kleinen Discs, mach das mal nochmal, können wir nicht mit normalen Angriffen ausschalten, aber mit Power. Wenn ihr eine Power besitzt, egal was für eine, kann die, soweit ich weiß, können das alle diese kleinen Discs ausschalten. Und ja, 20XX. Mega Man Roguelike. Early Access Game. Auf Steam. Für momentan 12 Euro, nach dem vollen Release dann 15. Es macht unglaublich viel Spaß. Der Multiplayer ist sowohl lokal als auch online und läuft eigentlich so ziemlich fehlerfrei. Also ich habe in den 2 Stunden, glaube ich, waren das ungefähr, die ich das mit Scarlett gespielt habe, keinerlei Probleme gehabt, keine Verbindungsprobleme. Von daher läuft es super stabil. Und ja, diese Boomerang Blade hier hinten für alle League of Legends Spieler ist eine Anlehnung an Sivir. Das hat der Entwickler selbst bestätigt. Jedenfalls würde ich sagen, danke Kopf und Mund, dass ihr so schön zusammenarbeitet. Würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann abonnieren, kommentieren, gut bewerten. Link zu dem Spiel und dem Entwickler und so weiter sind in der Videobeschreibung. Ich werde euch jetzt noch zu einem anderen Indie-Showcase verlinken und zu einem anderen Video von mir. Schaut da gerne mal rein. Ich bin der Kuchenjäger. Bis zum nächsten Mal und tschüss.